Willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Lufia. Wir haben in der letzten Folge das Let's Play angefangen und wir waren in so einem komischen Dungeon. In dem Dungeon wurde uns alles beigebracht. Ja, und ich habe mich schon mal etwas gelevelt, damit wir nicht am Anfang gleich Probleme haben. Und ich kann irgendwie nicht Start oder Select drücken, weiß nicht, funktioniert irgendwie nicht. Jedenfalls sind wir jetzt auf Level 4. Gut, und warum bin ich eigentlich in die Stadt gegangen? Das war sogar der Opa, der uns das alles beigebracht hat. Fühlst du dich nach meiner Lektion bereit, in den Kampf zu ziehen? Na klar, Opa, natürlich. Bevor ich es vergesse, Tier sucht nach dir. Okay. Tier, ja genau, wer waren das nochmal? Die nette Dame. Die Shop-Dame, Ladenbesitzerin. Tex, ich bin gerade dabei, zu Abend zu essen. Leistest du mir Gesellschaft? Liebend gern. Ich habe etwas ganz Besonderes zubereitet. Warte eine Sekunde. Ich bin gleich zurück. Da bin ich mal gespannt. Wow. So ein fetter Fisch. Wow. Hallerö! Dies ist eine Fischpastete, zubereitet aus dem Reiherrahl. So, aus dem Reiherrahl? Bezeichnet man ihn nicht gemeinhin auch als Stinkefisch? Schon, aber von so etwas lässt sich ein Gourmet nicht abschrecken. Er soll vorzüglich munden. Ich bete, dass du recht hast. Und wie ist er? Nun, Was soll ich sagen? Tier, warum probierst du nicht selbst? Das werde ich. So. Nun, das schmeckt ekelhaft. Ich glaube, ich muss... Bitte nicht hier, Tier. Beruhige dich. Das hat sicher nichts mit deinen Kochkünsten zu tun, okay? Warum musste ich auch einen Stinkefisch kaufen? Mach dir nichts draus. Wir können uns eine Pizza bestellen. Hat er ein Handy oder was? Dabei wollte ich dich mit einem leckeren Essen verwöhnen. Vielleicht schmeckt er ja besser, wenn wir etwas Pfeffer, Tabasco und Paprika dazugeben. Tatsächlich. Jetzt schmeckt er es richtig würzig. Hä, wie jetzt? Haben die es schon draufgetan oder was? Man kann ihn nun essen, ohne von Übelkeit befallen zu werden. Großartig, oder? Ja, du hast recht. Ich glaube, ich werde nun öfters mal einen Stinkefisch machen. Wehe wenn, aber ein lustiger Abend war es trotzdem. Das fand ich auch. Ich bin so satt. Ich mache uns etwas Tee. So machen wir heutzutage Tee. Bitteschön. Danke, Tia. Tex, sag mal. Ja? Bist du des Dämonenjagens nicht langsam müde? Warum stellst du mir diese Frage? Du bist der einzige Dämonenjäger, den ich kenne. Ich frage mich, warum du es tust. Ich kämpfe schon, solange ich denken kann. Ich habe mich noch nie gefragt, warum. Ich habe noch nie einen Menschen wie dich getroffen. Was? Es ist schon so spät? Jetzt muss ich aber los. Danke für das Essen. Ich schau mal wieder vorbei. Willst du nicht noch ein wenig bleiben? Der Abend ist doch noch jung. So wie wir. Ich muss noch viel erledigen. Mach's gut hier. Boah, Mann, wollt ihr mich hier verführen oder was? Schnell weg. Wow, Mann. Boah, was ist jetzt los? Boah, was will der? Schlechte Nachrichten! Wow, der trommelt alle her. Welche? In der Höhle auf dem Weg nach Tarika wurde eine ganze Dämonenhorde gesichtet. Ist das wahr? Das ist schrecklich. Nettie, werden diese Kreaturen auch in unsere Stadt kommen? Nun, ich will es nicht hoffen. Unglücklicherweise ist das nicht das einzige Problem, das wir haben. Was meinst du damit? Die Dämonen haben die Tür in die Höhle verschlossen. Ohne Schlüssel kommen wir nun nicht nach Tarika. Das ist schlecht. Hey, hat irgendjemand einen Vorschlag, was wir nun machen sollen? Nein, ich nicht. Aber ich, wir können doch einfach erstmal Pizza bestellen. Wer will Pizza? Pizza Salami, hä?
Hä? Ach, na gut, dann nicht. Kann ich euch irgendwie helfen? Um Himmels Willen! Was geht hier vor? Tex, du denkst wieder mal nur an Pizza. Du musst doch darüber etwas wissen, oder? Du scheinst der Einzige hier zu sein, der uns vor diesen Kreaturen schützen kann. Die Kreaturen in der Höhle sind nicht sehr stark. Das eigentliche Problem ist die blockierte Tür. Tex, nur du kannst den Schlüssel aus den Klauen der Bestien befreien. Tu es für uns. Schon seit Jahren reise ich nach Tarika, um dort den Lieblingstee meines Großvaters zu kaufen. Doch nun ist es nicht mehr möglich. Großvater wird nicht zufrieden sein. Stimmt es, dass Dämonen in der Nordhöhle gesehen wurden? Du wirst sie doch beseitigen, oder? Klingt, als ob die Teufelsgeschöpfe der Nordhöhle nach Blut gieren. Tex, kannst du nicht etwas tun? Okay, ich tue was dagegen, aber zuerst einmal gehe ich mich heilen, denn ich glaube, ich bin etwas erschöpft vom Training. So, vielen Dank. Okay, wow, das war's wohl mit der Versammlung. Sagst du noch irgendetwas Wichtiges? Okay, du sagst das Gleiche wie vorhin. Gut. So, jetzt müssen wir in die Höhle, im Norden, irgendwo hier. Da. Höhle nach Tarika, U1. Und da ist so ein Typ. Ich befreie dich aus den Fängen der Pflanzen. Eine junge Frau hat die Höhle betreten. Ich wollte sie aufhalten, doch es war bereits zu spät. Irgendwie sah sie seltsam aus. Ich hatte das Gefühl, dass ich sie besser nicht aufhalten sollte. Okay, eine Frau sagst du also. Ich bin mal gespannt. Und da ist nichts. Das ist ein Frosch oder sowas. Eine Echse. So. Ein Pilz. Und eine verschlossene Tür. Ist da was? Komm her, Mann! Wie sieht der denn aus? Oh, Mann. Komm her, Mann. Boah, die sind aber gar nicht mal so schwach. Super klingend Schwert. Eine Tür. Hey, Moment mal. Nein. Alter. Genau das wollte ich. Damit ich dich erstmal in Ruhe besiegen kann. Okay. Und jetzt mache ich dich platt. Okay, du bist irgendwie schwach. Und da ist eine Tür. Ich verwechsel noch die Tasten. Aber es kommt alles noch. Na, war ja klar. Okay, dann machen wir das so. Ah, ne, Moment. Logisch. Ah, Mann. So, was ist hier? Eine Truhe. Lebenssaft gefunden. Ein Saft, der jung hält. Jung, knackig und frisch, ne? Da geht's weiter. Da. Flucht gefunden. Ich nehme mal an, das ist sowas ähnliches wie ein Fluchtseil, oder? Hilfe, mich greift ein hässlicher Pilz an. Gleich ist er hoffentlich weg und geht flöten. Warum habe ich eigentlich so schnöseliges Haar? So nach hinten gegelt. Okay, Pilzi. Warum die Echsen momentan nicht mal angreifen, weiß ich nicht, aber soll mir recht sein. Da ist bestimmt ein Schalter, ja. Da oben ist eine, da drüben ist eine Truhe, wetten. So. Ah, wusste ich's doch.
Das muss ich mir merken. Ich wusste es, dass es in Lufia sowas gibt. So, dass man so irgendwie seitlich rein kann. Da-da. Da scheint nichts mehr zu sein. Feuer! Okay. Was ist mit der anderen Tür? Wohin? Ach, was willst du denn, blöder Pilz? Lass mich in Ruhe. Bitte, lass mich einfach in Ruhe. Okay. So. Oh Mann, muss ich da runter? Was ist auf der anderen Seite? Ja, hier geht's weiter. Boah, nee. Okay, erstmal da nach oben. Mein erster Kampf in diesem Mini-Labyrinth. Watz? Watz? Was ist Watz? Hä, Watz? Warum steht da Watz? Vielleicht heißt es, ging daneben. Oh Mann, jetzt muss ich den Schmetterling da befreien. Wow, 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 wow. Okay, jetzt aber. Zack. Ich sollte demnächst mal meinen Nektar einsetzen. Sonst bin ich weg. Okay, prima. Höhle nach Tarika, U2. Fledermäuse. Die sehen ja cool aus. Was? 5? Ja, flüchte nur, das ist mir recht. Ich muss mich jetzt heilen. Kann ich gar nicht. Ich kann gleich. Wie es aussieht, kann man sich nur mitten im Kampf heilen. Das ist natürlich doof. Ja, gut. Was ist das? Ah, okay. Da kann ich runterspringen oder da drüben. Ist eigentlich egal, oder? Heilen, heilen, heilen. Kraftwasser. Ich weiß gar nicht mal, was das ganze Zeugs macht. Macht es? Nur 5! Ja, was? Ist noch nicht euer Ernst, oder? Was habe ich denn da? Kraftwasser. Pfeil Bumerang. Was? So viel! So ein oller Bumerang! Okay, gut. Sorry, ich muss es mal testen. Also. Ich konnte es ja nicht wissen, was da passiert. Aber gut, jetzt weiß ich wenigstens, dass solche Items dazu da sind, andere Gegner zu betäuben, zu bekämpfen. Was ist das denn? Ich verlaufe mich in dem Tempel. Was macht das eigentlich? Heilt es mich oder so? Ich glaube schon. Okay, Leute, wir machen erstmal einen Cut und dann sehen wir uns in aller Frische in der nächsten Folge. Mal gucken, irgendwie ist das Labyrinth total verzwickt. Aber wir schaffen das schon. Bis dann!